bereits abends und ihr werdet kein Video von heute mehr sehen, weil heute ist ja mein Geburtstag. Tolle Nachricht kommt jetzt. Und Vivian und ich waren im Kino in Catching Fire, das habe ich eigentlich alles gefilmt. Aber im Kino wurde mir mein Handy geklaut. Super geil. Also es wurde mir aus, ich saß auf meiner Jacke und aus meiner Jackentasche raus wurde mir mein Handy geklaut. Also echt super scheiße. Ich bin dann halt zum Apple Store und habe es versucht zu orten, haben es aber ausgemacht. Dann habe ich es gesperrt, das Handy, meine SIM-Karte gesperrt. Ja, und morgen fliegen wir ja direkt, also ich kann jetzt nichts mehr machen. Und zur Polizei hätte ich nicht gehen können, weil ich diese Nummer von dem Handy nicht hatte, diese E-My-Nummer oder wie die heißt, keine Ahnung, die habe ich nicht. Und deswegen konnte ich nicht zur Polizei. Und jetzt muss ich halt, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich irgendwie direkt zum E-Plus-Laden und gucken, was ich machen kann. Das heißt, ja, weil Videos kommen ja eh erst später on, aber kein Twitter, kein Instagram, kein Facebook. Ich hoffe, die haben nichts mit meinen Accounts gemacht. Ich hoffe, die haben nichts mit meiner SIM-Karte gemacht, dass ich jetzt eine Rechnung von keine Ahnung wie viel Geld habe, vor allem weil es Ausland war. Ja, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall übelst scheiße, aber ich versuche mich jetzt einfach nicht aufzuregen, weil es hat eh keinen Sinn. Dadurch kommt mein Handy jetzt auch nicht wieder. Jetzt filme ich gerade mit dem Handy meiner Schwester, dass ihr trotzdem noch für den 10. bzw. 9. Tag ein Video bekommt und ich denke mal, morgen darf ich auch mit deinem Handy filmen, den Flug. Ja. Ja, also melde ich mich für heute erstmal ab. Es war natürlich ein wunderschöner Geburtstag. Nicht. Also dann, bis morgen. Auf dass der Tag besser wird. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich war gerade im Disney-Laden und wollte mir eigentlich Olaf kaufen. Von Frozen, also von die Eiskönigin. Und den gab es nicht. Und dann habe ich mir erstmal, Moment, Pascal gekauft. Den hier. Von Rapunzel neu verföhnt. Und dann war ich halt an der Kasse und meinte so, ob sie wirklich keinen Olaf mehr haben und dass ich jetzt voll traurig bin, weil ja heute mein Geburtstag ist, habe ich so halt aus Scherz gesagt. Und auf einmal flippt die an der Kasse voll aus, rennt erstmal da rum und meint, oh, happy birthday, you know. Und schreibt mir irgendwie so ein Schild und dann schreit sie auf einmal durch den ganzen Laden, halt so auf Englisch, meint so, ja, ich brauche einmal ihre Aufmerksamkeit, hier ist ein Mädchen aus Deutschland. Die hat heute Geburtstag und jetzt einmal hip hip und dann die anderen, der ganze Laden, hurray, hip hip, hurray. Oh Gott, und ich bin, glaube ich, so unendlich rot geworden. Und dann hat sie mir so ein Schild gegeben und wir haben es leider nicht filmen können, weil wir irgendwie ein bisschen zu spät geschaltet haben und ich ja kein Handy mehr habe. Aber es war so lustig und ein bisschen peinlich. Aber egal, der ganze Laden hat da mitgeschrien. Und ich stand dann da so und dann haben mich angeguckt. Aber es war echt sehr lustig. Ja. Aber ich habe jetzt einen Pascal und keinen Olaf, aber egal. Der war in 4 Tagen ausverkauft. Naja, auf jeden Fall war das echt doch noch ein etwas gelungener Abschluss von dem Tag, auch wenn mein Handy weg ist und so. Aber das war echt mega, mega lustig. Das war richtig cool von ihr. Also, dann melde ich mich erstmal für heute ab und melde mich dann nochmal morgen wieder auf den Rückflug. Also dann bis morgen.